dann geh vor. Ja, ich bin auf dem Weg. Riechen wir die mal. Die kommen ja nicht nach. Gut. Ah, das sind wir schon. Sind das unsere? Ich frage, Freund oder Feind? Feind. Dann will ich nicht. Nicht übel. Sie wissen, was sie tun. Ja. Das weiß ich. Oh Scheiße, das ist ja fast leer. Willkommen. Dann wechseln wir mal. Gehen wir mal weiter. Schön langsam. In jede Ecke sehen. Ich glaube, da kann man durch. Nicht schießen. Die kennen wir schon von früher, aber so nah waren wir noch nie dran. Soweit ich weiß, sind das Gefangene oder Sklaven. Jedenfalls mögen sie die Allianz genauso wenig wie wir. Den habe ich in den Tunneln gesehen. Er griff auf Comms, Sicherheitskameras, die Verkehrssteuerung zu. Auf alles. Schließlich kam er hierher. Der MND nennt sie Ingenieure, hält sie für eine Art biologischen Supercomputer. Wenn ich recht habe, hat dieser die Daten des Superintendent mit seinen eigenen kombiniert. Alles, was wir über die Allianz wissen wollen, wonach sie unter der Stadt suchen, ist hier, direkt vor uns. Die Bagger haben den Alarm ausgelöst. Bug! Veronica, wo bist du? Im Datenzentrum, aber wir kommen raus. Hier? Keine Zeit für Erklärung, aber schießt nicht. Ich wiederhole, schießt nicht auf Ziele, die pink sind. Wie du meinst, aber beeil dich. Die Brutes sind wegen des Ingenieurs hier. Sie wollen ihn umbringen. Sie. Bleiben Sie hinter mir. Okay? Okay. Dann folg uns mal. Der Ingenieur hat noch Schilde, aber sie werden nicht lange halten. Wir müssen uns den Weg zu Buck bahnen. Das kriegen wir schon hin. Und dabei den Ingenieur sichern. Alles klar. Oh. Hi. Ich habe dich ja gar nicht gesehen. Bleib du mal tot. Wie
Wie gesagt, bleib mal tot. Komm, ihr dürft alle sterben. Alle sterben, habe ich gesagt. Ach komm. Na, wie wär's mit eurem Tod? Und hier geht's schön weiter, ne? Warum bist du ganz alleine, Buck? Das ist der Ausgang. Gehen Sie durch die Tür. Oder warst du schon von Anfang an alleine? Buck, töte lieber die Bugs. Das wäre wohl sicherer. Oder besser. Ich glaube, ich muss hier lang. Folgen wir Virgil. Oder wie der auch immer heißt. Der Ingenieur, folgen wir dem mal. Oder die Ingenieurin, ich weiß nicht, was für ein Geschlecht die hat. Hat von sie gesprochen, aber keine Ahnung. Die Tür ist zu. Verdammt. Keine Sorge, wir haben den Schlüssel. Ja, dann öffne mal bitte. Tentakeli. Oder muss ich das? Ne, Tentakeli macht das schon. Haben wir heute Hunderte gesehen. Was ist an dem so wichtig? Dieser Ingenieur weiß, was die Allianz vorhat. Und wenn ich mehr davon erwische, weiß ich es auch. Ihr Wissen kann den Krieg entscheiden. Oh. Ihr habt doch keinen umgebracht, oder? Nein. Naja, ein oder zwei. Gute Arbeit. Woher sollte ich das wissen? Ach, ich hab ein paar Also, gut. Die wurden mir als Gegner dargestellt, ja? Wer hätte das denn ahnen können? Ups, das ist unser. Die sollten wir nicht angreifen. Weil Verbündete greifen halt nicht an. Komm. Ich will eine ordentliche Waffe haben. Etwas sagt mir, dass Sie gar kein Anfänger sind. Habe ich auch nie behauptet. Ach komm, ich will deine Waffe haben. Jetzt gib her. Obwohl, komm. Egal. Hier lang geht's, dann gehen wir mal weiter. Kommt ihr? Puh, Gott, das Ding stinkt. Das erinnert mich irgendwie an... Wofür war das denn? Für den Missionsabbruch. Welche Mission? Du warst abgetaucht. Mein Squad war verstreut. Ah, und das? Weil du zurückkamst.
Danke. Nein, ich küsse dich jetzt nicht. Gut gemacht, Anfänger. Wirklich gut. Aber es ist noch nicht vorbei. Sie sollten zurückbleiben, Captain. Wir bahnen Ihnen den Weg. Einverstanden. Ich gebe dem Objekt Deckung. Dem Objekt? Es lebt doch. Es hat bestimmt auch Gefühle, wenn es so intelligent ist. Also, warum Eingang? Ich frag mich. Fest und komm nicht weiter. Kommt, stirbt. Aha. Na, wie fühlt es sich an, wenn man da feststeckt? Kann ich das nicht zerstören? Nehme ich das irgendwie so... Nö. Aber ich kam da doch hoch, oder? Und könnte mir dann sicherlich... Genau. Kommt doch her. Ihr anbetenden Sonnenschmeißer. Komm, irgendwann ist dein Scheißding weg. Na, traust du dich? Rauszukommen? Warum überlebt er das? Das war der letzte. Weiter geht's, Captain. Wo wollen wir eigentlich hin? Zum Ufer Highway. Der schnellste Weg aus der Stadt. Okay. Gehen wir mal zum Highway. Highway 66. Geht das denn nicht schneller? Die Schießerei macht ihm Angst. Soll ich ihm Beine machen? Spinnst du? War nur eine Idee. Es hat überhaupt keine Beine. Es hat. Okay, wenn du ihm Beine machst, dann wäre vielleicht schneller, ja? Wenn du das Wort wörtlich nimmst, dann schon. Aber ich weiß, das war nicht wortwörtlich gemeint. Ein Fahrstuhl sein. Gut, dass du dich hier so gut auskennst. Augenblick. Das Alien muss erst den Schalter aktivieren. Na, Alien, machst du das für uns? Das wäre super nett von dir. Komm schon, Virgil. Ich sage jetzt einfach Virgil, weil ich glaube an dich. Und weil der VRGL steht. Passiert. Sie sind aufgetaucht, als ich in den Untergrund ging. Und du wartest bis jetzt, um mir das zu sagen? Oh, tut mir leid. Ich war beschäftigt. Ich musste auf ihn hier drüben aufpassen, damit er uns nicht alle in die Luft sprengt. Eddie Buck denkt immer nur mit seiner Knarre. Du hast dich nicht geändert. Ich? Was ist mit dir? Du bist so voller MND-Geheimnisse, dass du keine klare Antwort geben kannst. Das ist nicht fair. Oh, da hast du recht. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Echt? Tja, hier bin ich. Wir müssen weiter, sofort. Hast du wenigstens den Rückweg geplant? Ja, ich habe einen Phantom gestohlen. Er ist in der Werft an der Straße versteckt. Aber da ist nur Platz für zwei. Daher muss das Ding auf deinem Schoß sitzen. Der Ingenieur, wo ist er hin? Gib mir Deckung. Und bleib düb. An mir dran. Hör mal, Anfänger. Wenn du dich je in eine Frau verliebst, dann in eine mit Mo. Ja, das hab ich.
in Real Life schon.